Die letzten Monate waren für Stefan Ross wirklich kein Zuckerschlecken. Und jetzt bahnt sich bereits das nächste Drama für den Moderator von Immer wieder sonntags an. Es will einfach nicht besser werden für Stefan Ross, Woche für Woche erreicht uns eine neue Hiobsbotschaft. Zuerst die Trennung von Anna-Karina Wojcik. Dann wurde seine Show Immer wieder sonntags verdächtig oft in diesem Jahr abgesagt. Und jetzt? Erlebt Stefan erneut Pleiten, Pech und Pannen in seinem Leben. Die Angst vor dem nächsten Rückschlag wird immer größer. Statt auf der Bühne zu stehen und mit viel Gaudi seine Lieder zum Besten zu geben, muss Stefan jetzt eine bittere Pille schlucken. Mit schwerem Herzen müssen wir euch mitteilen, dass wir einige Termine der Immer wieder Schlagertour ins nächste Jahr verschieben müssen, verkündet er auf seiner Website. Der Grund? Einige Orte zeigen sich beim Ticketkauf noch zurückhaltend, und deshalb werden 6 Termine verschoben. Das bedeutet im Klartext, Stefan hat Schwierigkeiten, seine Eintrittskarten loszuwerden. Was für eine Blamage für den einst so erfolgreichen Entertainer. Früher waren seine Konzerte immer gut besucht, aber jetzt muss er gleich 6 Auftritte für 2023 absagen. Viele machen sich nun Sorgen, nicht nur um Stefans Karriere, sondern auch um seine Gesundheit. Stefan hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass er in schweren Zeiten oft auf Alkohol zurückgegriffen hat. 1996 fuhr er betrunken in ein Schaufenster und verursachte einen erheblichen Schaden. 2003 wurde er regungslos am Straßenrand gefunden, das Ergebnis einer exzessiven Nacht mit einer Alkoholvergiftung. Für mich war es dieses Jahr schon brutal, gesteht Stefan selbst laut, Neue Post. Das Eheaus, die schwerwiegenden Vorwürfe bezüglich seines Alkoholkonsums, Anna-Karina und Freunde haben ihn jahrelang angefleht, professionelle Hilfe zu suchen. Doch das Jahr 2023 scheint für ihn nicht besser zu werden. Es war bisher ein Jahr voller Herausforderungen, und wenn er nicht aufpasst, könnte der nächste Absturz nur eine Frage der Zeit sein.